Hallöchen, Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 26 von Final Fantasy 15. Und ich habe gerade zufälligerweise festgestellt, dass hier, da wo ich geparkt habe, ich zeige es euch gleich. Kleinen Moment. Dass es unter der Kategorie wichtige Gegenstände auch ein Buch gibt. Gaumenfreuden Band 3. Das heißt, wir haben Band 2 und Band 1 irgendwie verpasst. Und das werden wir uns mal kaufen, weil man kann dann das Rezept für luftige Tölpa Galette freischalten. Was ist es? Was hast du, Ignis? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Ja. Oh, da freue ich mich drauf. Das ist durch das Buch gewesen. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal so ein bisschen rumdüsen, ein paar Mini-Quests machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich soweit bin. Und schon gibt's was Wundervolles zu entdecken und zu erkunden. Ich habe das Feiertagspack runtergeladen und habe den Kupobo-Karneval freigeschalten. Man kriegt da, glaube ich, eine Eintrittskarte. Und man kann da voll coole Gewinnspiele spielen und kleine Minigames und solche Sachen und lauter mögliche Dinge freischalten. Und ich dachte mir, hey, das schauen wir uns doch einfach mal an. Ja, und wir werden es uns jetzt mal angucken, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie lange das schon läuft. Das habe ich jetzt das erste Mal bekommen. Aber ich bin auch erst jetzt so vor ein paar Tagen oder vor einer Woche oder so, also Ende Januar oder irgendwas, dazugekommen, dass ich mir das Feiertagspack, das kostenlos im Online-Store gibt, also im Play-Store. Was ist denn hier los? Wow. Yeah. Yay. Nackt. Oh. Oh yeah. Nur wieder. Willkommen beim Kupobo-Karneval. Beim Kupobo-Karneval? Ja, das ist ein tolles Fest, bei dem sich alles um Mokris und Chocobos dreht. Klingt das nicht wunderbar? Wollen wir uns zusammen umsehen? Klar, warum nicht? Yay! Prima, das wird bestimmt lustig! Genau, und da habe ich mir das Feiertagspack. Auf diesem Fest hier kannst du übrigens Kupobo-Jetons sammeln. Und wenn du genug davon hast, kannst du sie gegen tolle Preise eintauschen. Es gibt sogar einen Übernachtungsgutschein inklusive VIP-Sitz fürs Feuerwerk. Ehrlich? Dann lohnt sich das Sammeln ja. Ja! Sammle Kupobo-Jetons und tausche sie gegen tolle Prämien ein. Der Übernachtungsgutschein beinhaltet eine Reservierung für einen erstklassigen Sitz mit Aussicht auf das nächtliche Spektakel Feuerblume und Wassermusik. Okay, Feuerblumen und Wassermusik. Genau, und das habe ich mir runtergeladen und was habe ich denn für eine Waffe? Ich sehe es jetzt noch nicht. Ist egal, da kommen wir noch dazu. Genau, dann habe ich es mir runtergeladen und jetzt gerade eben wollte ich wieder anfangen, bei Part 26 einzusteigen. Und dann kommt so im Titelbildschirm ja hier Kupobo Karneval. Und deswegen cooler Hut, Kumpel. Wir sind jetzt natürlich in einer Stadt, wo wir noch nicht waren. Das ist aber auch klar. Ist aber nicht so schlimm. Ihr habt die Stadt mit Sicherheit schon bei anderen Leuten gesehen. Hallo. Hier können Sie Ihre Kupobo-Jetons gegen Preis eintauschen. Sie können sich auch nicht entscheiden, wie Sie es aussprechen. Mal Französisch, mal Deutsch. Egal. Übernachtungsgutschein kostet uns 50. Ist ja gar nicht so teuer. Hier können Sie Ihre Kupobo-Jetons gegen Preis eintauschen. Kupobo. Kupobo. Ich spreche das immer anders aus. Kupobo. 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 Kupobo-Jetons. Okay. Regenbogenkristall. Silbermineral. Bla 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 bla. Aha, 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 aha. Ja, ja, ja. Okay. Gut. Gut, 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 gut. Hallo, was gibt's bei dir hier so? Können Sie Ihre Kupobo-Jetons gegen Preis eintauschen. Ah ja, danke schön. Es gibt einen Luxusbaustein. Okay.
okay, da gibt es auch was zum Essen zu kaufen. Okay, okay, okay. Die Frage ist nur, wie komme ich denn auf den... Oh, Entschuldigung, werte Dame. Tut mir leid. Was ist hier? Oh, ein Kupobo-Jeton. Eine Gondelfahrt durch den Karnevalstrubel. Oh, wie viel kostet das? Gut, dass das jetzt voll der Spoiler ist. Genieß die Festlichkeiten. Wir schauen uns das später mal an. Wir laufen jetzt erstmal durch. Wir müssen uns ja erstmal ein bisschen... Achso, wir müssen erstmal die sammeln. Da kommt man nur mit der Gondel hin. Okay. Das sind übrigens unsere Chocobos. Haha. Oh yeah, ich würde gerne mit dir ein Bild machen. Der ist so cool. Hallo. Seht ihr, wie galant er das Foto zerstört hat? Das ist unglaublich. Oh, ist aus ihm. Oh, aus ihrem Hut ist ein Mogli rausgekommen. Oh, ich will auch so einen Hut. Willkommen beim Kupobo. Chocobo-Rennen. Nur für kurze Zeit in der Stadt des Wassers. Chocobo-Rennen. Stelle deine Sattelfestigkeit unter Beweis und melde dich gleich zu einem Rennen an. Ja, das werde ich tun. Chocobo-Rennen. Toll, genau das Richtige für dich. Schließlich reitest du gerne, oder? Wie gut du mich kennst, Eldorado. Du kennst mich so gut. Das ist mein Chocobo. Komm schon. Nee, der ist so... Der ist ein bisschen anders. Was meine? Hallo, ihr. Fröhlichen Kupobo-Karneval. Ja, danke schön. Kupobo-Karneval. Kupobo. Während des Karnevals halten wir auch Chocobo-Rennen hier ab. Ja. Willst du es vielleicht mal versuchen? Natürlich will ich das. Marine-Parcours, den werden wir probieren. Viel Glück, es winken tolle Preise für Bestzeiten. Ich brauche kein Glück. Genau, ich hab Können, ich hab Talent, ich kann's. Ich bin ein absoluter Oberjockey. Ich werde sie alle zerstören. Okay, wir schaffen's, ich weiß es. Fertig. Los! Boah, Alter, hat der einen Sprint drauf. Es ist halt echt schwierig, wenn man nur seinen Stufe 5 Chocobo gewohnt ist. Und dann auf einmal so einen richtig krassen Chocobo da hat. Komm, da kommen wir doch durch. Bestzeit zu knacken wird für mich echt schwierig werden. Da muss ich echt noch üben. Bin ich der Allerbeste. Komm, gib Gas. Wir haben drei Kupobo-Jetons gesammelt. Hat Spaß gemacht? Glückwunsch! Freu dich auf den nächsten Parcours. Ich bereite ihn gleich vor. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut! Okay. Das war jetzt nicht der Oberhit. Ich werde jetzt mal ein bisschen Chocobo-Rennen machen. Wir sehen uns dann, wenn ich wieder in Übung bin. So, ich habe mir jetzt ein bisschen was angeguckt von dem... Chocobo-Rennen werde ich noch ein bisschen vertiefen. Bin auch schon besser geworden, aber hey. Was willst du von mir? Wie? Oh. So? Yeah! Hoffentlich hat mich keiner gesehen. Das ist voll süß. Ich würde das auch gerne machen. Wieso ist ihm eigentlich immer alles peinlich? So viele Dekorationen. Ich erkenne Altissia kaum wieder. Okay. Eine schöne Abwechslung. Die Kinder...
Da ist sogar ein Fragezeichen. Die Frage ist, ob das ein Quest ist vom Hauptding oder nicht. Nee. Hey du, hast du zufällig Chocobo-Küken gesehen? Nee. Nein, warum fragst du? Naja, also, mir sind meine Tiere für den Streichelzoo entlaufen. Oh nein. Falls du eins der Küken siehst, würdest du es einfangen und mir bringen? Klar. Nackt, wir müssen ihm helfen, die armen Kleinen vermissen ihn sicher schon. Sehen wir uns mal da drüben um. Oh nein, die kleinen Chocobo-Küken. Fantastisch. Da ist eins. Komm her. Oh, ich muss X drücken. Bleib da, du Chocobo-Küken. Bleib da. Ich will dich nur retten. Das ist eins der entlaufenen Küken. Jeha. Eins von 15. Na, dann haben wir ja nicht viel zu suchen. Sind die überall verteilt oder nur auf der Seite? Was willst du als nächstes sehen? Wie schön, dass wir zusammen da ist wieder die Gondel. Ja, es ist wie ein Traum. Aha, absolut. Okay. Gucken wir mal. Wo ist denn eigentlich das Café? Danke, leider. Okay, ist mir klar. Ich dachte, er hat vielleicht noch eine andere Aufgabe für mich. Aber da habe ich mich getäuscht. Ich halte einfach die Augen offen. Oh, bleib da. Oh, wir haben einen Küken. Yes. Genieß deinen Aufenthalt. Wie wäre es mit einem Foto? Ja. So etwa? Ja, sehr schön. Fertig? Es ist irgendwie ja ein bisschen traurig, wenn nur einer da steht. Vielen Dank. Hast du alle Puppen fotografiert? Halt, da ist eine Aufgabe für uns. Kommen wir denn da runter? Willkommen beim Kubobo-Karneval. Danke. Ich habe es gefunden. Da findet man mehr Jetons am Boden als irgendwo anders. Halt, Aufgabe, stopp. Aufenthalt. Sechs kleine Bommel. Die sechs Mogris der Familie Bommel sorgten in Altissia stets für Rummel, bis sie plötzlich eines Abends allesamt verschwunden waren. Sie zogen von dannen, so ganz ohne Warnung, und sind zu allem Übel auch Meister der Tarnung. Doch wer sie findet, den wollen wir entlohnen. Keine Angst, es gibt was Besseres als Bohnen. Sechs drollige, muggrige Geschwister sind in der Stadt versteckt. Finde die kleinen Laternen und fotografiere sie alle. Melde dich dann beim Veranstalter des Wettbewerbs. Alter, das ist schon wieder viel zu viel Stress für mich. Oh, hoffentlich merke ich mir das. Ah, okay. Da bin ich ja gespannt. Wir müssen also Fotos von diesen Mugri-Laternen machen. Na dann, Augen auf! Mal gucken. Das wird kein leichtes werden. Wir können auch mal mit einer Gondel fahren. Oh Mann, da gibt es so viele Aufgaben. Ich weiß gar nicht, was ich als erstes machen soll. Was willst du als nächstes sehen? Weißt du was? Ich fahre einfach mal mit dem Kerl mit. Na dann, Leinen los! Oh nein! Stopp! Da ist ein Küken! Nein! Stopp! Verdammt! Wieso habe ich das Küken nicht gesehen? So ein Käse! Verdammt! Wie ärgerlich. Viel Spaß beim Karneval!
Danke. Das ist ja voll traurig. Haben die nicht einen... Ah, der hat eine Aufgabe für mich. Hey du, komm. Du bist doch ein Freund vom Chef, oder? Ja, klar. Warum? Wo ist er denn? Unterwegs. Darum wächst mir, wenn du da... Okay, mhm. Nackt, das klingt tatsächlich vielversprechend. Komm schon, hilf ihm. Denk drüber nach. Du weißt, wo du mich... Okay. Hilfst du mir etwas? Das wäre großartig. Klar. Puh, machen wir erstmal geht so. Das ist hoffentlich der einfachste. Und bringen ihnen so schnell wie möglich das richtige Essen, um sie zufriedenzustellen und vor Ablauf der Zeit... Okay, das kann ich. Ziel 900 Punkte, kriegen wir hin. Entschuldigung? Ja? Ja. Okay. Okay. Hä? Noctis. Oh oh. Guten Appetit. Oh mein Gott. Sieht lecker und das hier. Aus. Ach so, ja, das ist ja einfach. Ich dachte jetzt, ich muss anhand von dem Bild feststellen. Entschuldigung. Ja. Ja. Okay. Noctis. Ich höre immer Noctis anstatt Noctis. Guten Appetit. Sieht lecker aus. Das ist ja voll easy. Verzeihung? Ja. Okay. Drei und eins, glaube ich, oder? Noctis. Noctis. Guten Appetit. Oh, lecker. Steht ja sogar da. Man kann gar nichts anderes auswählen. Herr Ober? Verzeihung. Okay. Ja. Ah, die da oben ja. Will noch was. Okay, die wollen beide das gleiche. Das ist ja total easy. Noctis. Ich höre Noctis. Jedes Mal. Hundertprozentig. Guten Appetit. Wie das duftet. Guten Appetit. Oh, lecker. Okay, wir machen einen schwierigeren Schwierigkeitsgrad, wenn wir fertig sind. Herr Ober? Okay, eins. Ja. Okay. Okay. Noctis. Guten Appetit. Wie das duftet. Komm, wieso kann ich nicht laufen, verdammt? Guten Appetit. Ach komm, das war mies. Das war mies. Ich konnte nicht laufen. Ich bin festgehangen. Fantastisch. Diese. Okay, jetzt machen wir mal einen schwierigeren Schwierigkeitsgrad. Total, jetzt gebe ich es mir so richtig. 1500 Punkte kriege ich hin. Schaffe ich. Herr Ober? Verzeihung. Entschuldigung. Kaha. Ja. Kaha. Ja. FH. Okay. Noctis. Ich verstehe auch nicht, warum da immer die Zeit dann schon läuft. Da kann ich gar nichts dafür. Guten Appetit. Zweimal H, oder? Kaha. Wie das duft. Zweimal H. Guten Appetit. Das ist jeweils einmal und das andere ist zweimal. Guten Appetit. Oh, lecker. So. Verzeihung. Herr Ober? Entschuldigung. Ja. KHL, FK. Ja. KH. Okay. Hoffentlich. Noctis. Guten Appetit. Wie das duftet. Guten Appetit. K. Shit, was war jetzt zweimal? Das ist nicht mein Essen. Fuck. Ich wusste es. Guten Appetit.
Oh, lecker. Ist aber egal, wir haben es geschafft, das ist das Wichtigste. Entschuldigung. Okay. Verzeihung. Ha. Herr Ober? Hey, ich will bestellen. F. Ja. F. H, F, F. Ja. F. Okay. Noctis. Guten Appetit. Ha. Guten Appetit. Sieht lecker aus. F. Guten Appetit. Oh, lecker. F. Fuck, das hätte ich noch geschafft. Ist aber egal, wir haben es geschafft. Das ist das Wichtigste, ich möchte nur wissen. Diese Meisterleistung muss belohnt werden. Deine Hilfe kann ich hier jederzeit gebrauchen. Tja. Yeah, wir haben 10 Jetons bekommen und es hat sich absolut gelohnt, kann ich nur sagen. Also mit dem Schema, mit den Buchstaben, im Endeffekt muss man ja bloß 3 oder 2 sich merken, je nachdem wie viele Bestellungen es gibt. Die letzte muss man sich ja nicht mehr merken.